So, ich bin in meinem Atelier. Das macht immer die Vögel ein bisschen nervös. Die befinden sich nämlich in der wirklichen Wirklichkeit und können einfach nicht verstehen, was ich jetzt hier gerade tue. Ich entscheide mich für einen Canvas, der 2 Meter groß ist und 1,50 Meter ungefähr weit. So. Warum? Weil, keine Ahnung, weil ich das jetzt gerne möchte. Und ich lerne hier gerade noch ein bisschen die ganze Bedienung kennen. Das ist gerade mal wieder abgedatet worden, die Software. Und damit verändern sich immer wieder auch die Controls. Und das ist ein bisschen anstrengend. Man muss sich immer wieder neu drauf einlassen. Okay. Kann ich dich jetzt hier schon verrücken? Nein, kann ich nicht. Aha. Okay, aber jetzt kann ich die Leinwand bewegen. Okay, cool. So. Eine ganz schön große Leinwand. Ha, ich habe hier mein Studio schon ein bisschen eingerichtet. Schön hier, ne? Schöne Halle. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir nichts vornehme. Deshalb, komm mal her, Tisch. Ein bisschen näher, bitte. So. Deshalb fange ich einfach mal an. Das ist eine Farbe, die ich nicht haben möchte. Ich möchte dieses schöne Blau haben. Und ich schau mal. Ich nehme nicht eine ganz so eine große Thickness, Dichte, sondern mehr so. Ich will schon ein bisschen die Farbspuren sehen können. Okay. Weil ich möchte gerne, dass das ein bisschen strukturiert und lebendig aussieht und nicht einfach nur eine plane Farbe ergibt. Und ich nehme extra einen etwas kleineren Pinsel. Natürlich hätte ich auch einfach die Rolle nehmen können oder so, weil ich es schön finde, wenn ich viele Arbeitsschritte brauche, um mit diesem Bild voranzukommen. Deshalb werde ich das jetzt in dieser Session auch noch wahrscheinlich überhaupt gar nicht fertig kriegen. Weil das ist auch gar nicht nötig. Dann komme ich irgendwann ein anderes Mal wieder und mache weiter. Jetzt male ich hier einfach eine blaue Grundierung auf die Leinwand. Das wird dabei aber möglicherweise nicht bleiben. Ich möchte jetzt einfach erstmal nur eine Grundfarbe haben, von der ich ausgehen kann und die mit anderen Farben zusammen reagieren kann. So, das ist unruhig und das ist schön. Ich möchte es gerne unruhig haben. Ich mag es, manchmal mag ich es auch gerne, wenn die Farben und Konturen ruhig und klar sind, aber ich habe mich jetzt gerade mehr für Unruhe und für Struktur entschieden. Bin mir nicht sicher, ob man über die Aufnahme auch die Geräusche hören kann, die der Pinsel auf der Leinwand macht. Ist eigentlich ganz schön. Während ich jetzt hier male, vibriert der Controller. Das gibt mir die Illusion, dass ich hier eine Fläche berühre. Aber es gibt schon ein Problem hier mit der Software zu arbeiten, also hier zu malen, wenn man nämlich zeichnet. Das Anmalen ist leicht, aber wenn man zeichnet, kann man leider die Hand nirgendwo auf keine Oberfläche setzen und das macht die Hand ganz schön unruhig. Ich habe damit immer noch ein bisschen zu kämpfen. Ich habe da schon die ein oder andere Strategie im Internet gesehen, wie andere Künstler und Künstlerinnen das machen, indem man dann sozusagen es auf der eigenen Hand abstützt. Das muss ich mal ausprobieren, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ja, das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Während ich hier male, schauen mir unsere zwei Nymphensittiche irritiert zu,
Ich sehe es nicht, aber ich weiß es. Sie sind gerade ganz still, aber manchmal regst du das auch ein bisschen auf, dass ich hier so mit meiner VR-Brille im Wohnzimmer stehe und merkwürdige Handbewegungen mache, deren Sinn sie nicht erkennen können. Ich weiß nicht, ob Vögel überhaupt irgendeinen Sinn erkennen können von irgendwas, aber macht sie manchmal ein bisschen nervös. Jetzt gucken sie mir gerade zu, sitzen auf ihrem Ast. Wir haben da so einen Baum aufgebaut, so einen großen Ast und sind irritiert. Das vermute ich zumindest. Ja. Ja, ne? Was sagst du, Vogel? Bist du schon ein bisschen irritiert, ne? Bitte geben Sie mir diesen Stift hier. Dankeschön. So. Wie geht's weiter mit uns? Ich habe ein Motiv im Kopf, das ich schon vor langer, langer Zeit mal einfach so auf so eine Leinwand raufgeschlürt habe. Und ich glaube, das mache ich jetzt hier auch. Ich schlüre jetzt hier einfach weiter. So wie ich dieses Motiv geschlürt habe. Diese Farbe mag ich jetzt gerade gar nicht so. Wenn ich eine Farbe... Ich kann natürlich hier einfach schwarz nehmen. Tauche ich hier so ein. Habe ich schwarz. Kann ich machen. Will ich jetzt schwarz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Stellen wir den hier da so hin. So. Will ich das? Will ich dich? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ich kann mir sonst auch eine andere Farbe aussuchen. Ich zeige das kurz mal hier. Unter References kann ich mir... Das sind Bilder, die ich mir mal bereitgestellt habe, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Früher oder später. Vielleicht mache ich das heute sogar. Vielleicht nehme ich davon heute mal ein Bild und arbeite damit ein bisschen. Ich kann mir hier solche Farbreferenzen nehmen. Zum Beispiel, ich mache es mal ganz basic. Hier, komm mal her. Ich nehme mal hier so diese ganz basic Farben. Zack. Und dann kann ich mir eine Farbe einfach aussuchen. Das gefällt mir hier. So, jetzt ist mein... Sehr weiß, genau. Da hätte ich auch eher drauf kommen können. Also, ich kann diese Farbe auswählen und dann hat mein Ding die auch. Nice. Alright. Was ich gerne machen möchte, ist Folgendes. Für dieses Motiv finde ich das sogar eigentlich ziemlich geil, wenn das ein unruhiger Strich ist. Jetzt, wenn ich hier mit der VR-Brille hin und her wackel, ist das bestimmt ganz schön anstrengend für alle möglichen Zuschauer. Kann ich mir vorstellen. Das geht dann immer so hin und her, das Bild. Und ich bewege ja meinen Kopf, deshalb ist es für mich easy. Aber für Leute, die jetzt im Video zuschauen, kann ich mir vorstellen, dass die sagen, hold my beer. Mir wird schlecht. So. Was ich hier male, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine sehr kindliche Version einer Leiter. Mehr habe ich nicht vor. Ich möchte einfach nur eine sehr wackelige Leiter malen. Das ist das Ziel dieses kleinen Unterfangs. Warum eine Leiter? Weil ich sie nenne Jakobsleiter. Jacob's Ladder. So, ich muss hier richtig ein bisschen in die Knie gehen. Man hat vielleicht gesehen, dass ich... Ne, ich gehe hier so hoch und runter. Ja. Das ist schön. Man hat das Gefühl, wirklich... sich in einem Studio zu bewegen. Das Herrliche ist, ich sitze nicht an meinem Schreibtisch und nutze zum Beispiel ein Tablet und Pen, mit dem ich dann digitale Bilder male, sondern das Schöne an dieser VR-Brille mit den Controllern ist, dass ich wirklich meinen Körper bewege. Ich stehe auf, ich hocke mich hin, ich bewege meinen ganzen Arm. Die Bilder, die ich sonst so früher gemalt habe, mit Acrylfarbe,
auf echter Leinwand. Die habe ich meistens wirklich sehr aus der Schulter heraus gemalt. Mir war dieses Körperliche am Malen besonders wichtig. Erstmal nicht unbedingt als künstlerischer Ausdruck, sondern für mich. Es war für mich einfach wichtig, dass ich mich bewege dabei. Und das, manchmal hatte das Malen was von einem Boxkampf oder so. Oder einen Ringkampf. Und das fand ich, das war mir wichtig. Das finde ich schön, dass ich das jetzt an dieser VR-Brille auch habe. Dass ich jetzt hier wirklich in einem Raum hin und her gehe, mich jetzt hinhocke auf den Boden und mich bewege. Das finde ich richtig cool. Was macht der Künstler hier? Er hat keine Ahnung. Doch, also, das sind natürlich einfach geometrische Figuren, klar. Könnte sich vorstellen, dass es sich um Wolken handelt. Ich habe ja gesagt, dass es jetzt hier nicht wahnsinnig naturalistisch wird, diese Angelegenheit. Das ist nicht das Ziel, sondern es geht um... Oh, ich habe hier gerade in meiner Farbreferenz gestanden. Es geht um... Was weiß ich, worum es geht. Das weiß man doch immer überhaupt gar nicht, worum es manchmal so geht. Manchmal weiß man das erst hinterher. Man schaut sich das an, was man da gemacht hat und sagt sich zunächst mal, was habe ich da getan? Und dann kann man darüber nachdenken, was man getan hat. Und ja, manchmal kommt man darauf, was man getan hat, manchmal auch nicht. So, ne? Genau. Was ja so beim Malen immer so die Sache ist, dass man in Ebenen arbeitet und dass man deshalb ein bisschen aufpassen muss, welche Ebene man wann wie zuerst malt, was man im Vordergrund haben möchte, was man im Hintergrund haben möchte. Manchmal kann man aber auch ein bisschen damit arbeiten, dass man die Dinge, die eigentlich im Vordergrund sind, trotzdem so malt, also erst zuletzt, so dass sie mit dem Hintergrund verschmelzen und dass dann da eben sowas entsteht, sowas wie, what? Warum machst du das? Warum hast du das gemacht? Macht man so doch gar nicht. Und dann kann man als Künstler sagen, ja, ich weiß, aber ich mach das so. Das ist immer ein ganz toller Moment. Da fühlt man sich wahnsinnig geil. Ja. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist, dass ich immer eine neue Farbnuance reinbringe und ich weiß gerade gar nicht, vielleicht bleibe ich bei diesen Basic-Farben. Das sieht immer so ein bisschen nach, immer so poppig aus, ne? Aber vielleicht ist poppig auch gar nicht schlecht. Hier, ich kann mich teleporten. Achtung, was wäre, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Zack, ich befinde mich an einem anderen Ort. Jetzt kann ich das Bild aus größerer Entfernung betrachten und mir da so meine Gedanken machen. Der Künstler denkt so, tja. Also, was will uns dieses Bild hier sagen? Okay, ich gehe mal wieder zurück. Ich mag das Blau. Ich finde das Blau richtig gut. Ich bin mir unsicher, mit welcher Farbe ich jetzt weiterarbeite. Was hast du, Vogel? Was hast du gerade gesagt? Ja, hallo. Ja? Wie geht's dir da oben? Ah, wie geht's dir da auf deinem Ast? Hm? Tja, ich überlege und entscheide mich für diese Farbe. So, zack, wie Zauberei. Ich stelle das mal hier so ins Regal, so, dann laufe ich da nicht immer so rein, aus Versehen. Hm? Kann man ja auch machen. Jetzt ist die Frage, wie viel Mix darf es sein und wie dick darf es sein? Das ist jetzt hier. Ich stelle das Menü mal zur Seite. Ich könnte sein, dass ich jetzt gerade hier eine falsche Entscheidung treffe.
Ich habe ein bisschen Mix erlaubt und sofort vermixt sich die Farbe mit dem Blau. Und ich weiß nicht, ob ich das mag, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht aber auch doch. Und vielleicht refresh ich die einfach immer wieder. Ich mache mal noch ein bisschen weiter. Aber das ist ein bisschen anstrengend, oder? Dass ich die dann immer wieder neu refreshen muss. Bin ich damit zufrieden? I don't know. Ich mach mal ein bisschen mehr Thickness. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Da ist es schon sehr dick. Okay, durch den Mix gibt es aber eine schöne Mischform hier. Dadurch changiert die Farbe sehr schön. Ich habe gerade ein Fremdwort benutzt. Ich weiß nicht, ob man das bemerkt hat. Changieren. Change. Ja. Es wird dadurch ein bisschen, das ist eigentlich ganz schön, dass das dadurch so ein bisschen wechselt, die Farbe. Wechseln klingt irgendwie nicht so gut wie changieren. Changieren klingt schon ein bisschen geiler, muss ich sagen. Ist doch ganz interessant, oder? Wie hier digitale Farbe sich schon sehr ähnlich verhält wie tatsächliche Farbe. Wie das hier auch diese kleinen Nasen kriegt. Diese Schlieren. Klingt schon eigentlich wie Bob? Oder bin ich kurz davor? Das hier könnte jetzt ein bisschen langweilige Geschichte werden. Für Leute, die zuschauen, denn es passiert nicht viel. Es passiert einfach nicht viel. Ich trete mal einen Schritt zurück und schau mir das mal an. Ich mag dieses Changieren. Ja, das Changieren gefällt mir. Ich male extra mit so einem dicken Pinsel. Naja, auch um ein bisschen Fläche abdecken zu können. Aber es geht schon auch ein bisschen ums Grobe. Es geht schon darum, dass es hier ein grob gemaltes Bild ist. Jetzt hier keine feine Kunst oder so, sondern echt mehr so, dass hier, naja, das ist ein bisschen dreckig wirkt, ne? Dirty. Muss schon, manchmal muss es auch ein bisschen dirty sein. Das mag ich in diesem Fall. Das Original, was in meinem Schlafzimmer steht, mir eigentlich nie besonders gut gefallen hat, ist auch sehr bewusst dreckig gemalt. Mit vielen Schlieren und Farbverläufen und so. Das gefällt mir aber, glaube ich, deshalb schon alleine nicht, weil... ach, hier sieht man übrigens, warum ich... Hier, ich zeig mal mit meiner linken Hand. Warum ich das jetzt erstmal... Das ist ja eigentlich ein bisschen der Hintergrund. Die Leiter wird davor sein. Jetzt habe ich hier mal über die Linie rüber gemalt. Das ist aber nur so eine vorgemalte Linie. Und das ist nicht schlimm in diesem Fall. Ich werde dann wieder mit anderer Farbe darüber malen. Werde die Leiter vollständig machen. Das meinte ich vorhin. Dass man in Ebenen malt. Dass man eben erst die Ebene malt, die hinten ist und sich nach vorne vorarbeitet. Wenn man das so möchte, wenn man eben möchte, dass die Dinge, die vorne sind, wirklich vorne bleiben. Nicht von den anderen Farben in den Hintergrund gedrängt werden, überdeckt werden. So, das ist... möglicherweise doch ein bisschen langweilig für Menschen, die zuschauen. Man könnte das nachts machen, hier zuschauen, wenn man nicht schlafen kann, sich aber wünscht, bald wieder schlafen zu können. Dann kann man zum Beispiel Züge schauen, ja? Videos von Zügen, die ihre Zugstrecken Stunde um Stunde zurücklegen. Das ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Fernsehprogramm für Menschen, die Fieber haben oder Grippe und nachts um zwei, wenn alle anderen friedlich schlafen, einfach nicht schlafen können, weil sie Kopfschmerzen haben oder schwitzen. Ja, und dann guckt man zum Beispiel so einen Scheiß. Und in so einer Situation könnte man sich jetzt auch zum Beispiel, ja, ich kann das auch mal herholen, das hier angucken. Das ist, glaube ich, ähnlich erheiternd. Vogel, was gibt's? Was hast du hier zu singen?
Sag an, Vogelchen. Was gibt's hier zu melden? Ja, was hast du denn, mein Vogelchen? Aha. Ich verstehe ganz genau. Oh la la. Den kannte ich ja noch gar nicht. Du Schlingel, du. Ach du meine Güte. Nein, das habe ich noch nicht gewusst. Okay, aber ich werde es mir merken und nächstes Mal nachschauen. Jaha. Ich mache mal einen kleinen Checker-Test, ne? Oh, wir können auch hier schön durch die Gegend fahren, Mann. Schau sich das an, meine verehrten Damen und Herren. Da liegt ein Pinsel, den nehme ich nicht mit. Der spritzt zu viel rum, der macht mir jedes Bild kaputt. Sieht doch ganz geil aus, finde ich. Ja, ich mag das. Ich finde es gut. Ich fahre wieder zurück. Okay. Ich mag das. Ich finde es gut. Ist eine gute Idee gewesen, mit dieser Farbe zu arbeiten. Aha. Okay. Alright. Diese Bob-Schosen hier, diese Malen mit Bob. Wie heißt das nochmal? Bob der Baum als Bob Ross? Bob Ross. Das guckt man auch immer abends. Wenn man schon zu besoffen ist, irgendwas anderes zu gucken. Aber noch so viel Anstand im Leib hat, dass man nicht die Pornos guckt. Ne? Dann guckt man doch Bob Ross. Ja. Yeah. So stell ich mir das vor. Ja, Fogi. Na klar. So, und was haben wir hier heute sonst so gemacht? Herr Dings? Man kann sich auch mal ein bisschen unterhalten, wenn man hier ein bisschen an seinem Bild arbeitet. Zum Beispiel, ja, wie war der Tag heute, mein Freund? Warst du schon einkaufen? Wie viel Bier werden es heute sein? Weißt du es schon? Ist es schon 18 Uhr? Dürfen wir schon anfangen? Das sind Fragen, die man sich stellt. Das ist dirty. Baby, dirty. Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ich habe gerade so ein bisschen so eine Entdeckerfreude. Ich weiß, ich habe nämlich noch überhaupt keine Ahnung, was ich hier noch heute machen werde. Bin ich selber ganz gespannt. Ich finde das gerade erstmal echt ganz cool, wie die Farben so miteinander arbeiten. Fogi, was ist los? What? Bist du wieder am Rumprotzen? Er ist der typische Ton, wenn der Vogel rumprotzt. Der versucht hier alle möglichen, mich wahrscheinlich zu beeindrucken, aber er versteht nicht, dass ich eine VR-Brille aufhabe und es überhaupt nicht sehen kann. Ich erkenne es nur am Ton, den er macht. Rick! Rick! Boah, das mochte ich jetzt gar nicht. Ne, dieses Weiß oder dieses ein bisschen Creme, ne? Als Vorzeichnung fand ich das ganz cool. Ich mag das jetzt aber nicht, wenn das so in die Farbe reinschliert. Aber was mir immer noch gefällt, ist, dass es hier immer noch so unruhig ist. Das finde ich echt ganz gut. Das finde ich echt ganz gut. Ja, sagt jetzt jemand, der hier zuschaut, dann nutzt doch einfach einen kleineren Pinsel, du Idiot. Ne, will ich aber nicht. Ich will hier dieses Grobe haben. Dieses grobe Bewegung, grobmotorisch. Grob finde ich gut. Alright? I like grob. Zack. Das ganze Bam, zack, Bam-Ding. Hier, guck mal, wie hier die blaue Farbe, ne? In den Borsten hängen bleibt. Borsten. Ja, sieht aus wie ein Radiergummi, aber man stelle sich vor, es handelt sich wirklich um Borsten. Ist schon echt ganz cool. Painting VR. Painting VR. Für die Menschen unter uns, die nur Deutsch sprechen. Ist ein cooles Programm. Ist jetzt, glaube ich, endlich auch ein Oculus. Das ist eine Oculus Quest, die Brille, die ich aufhabe. Von den Menschenschlechtern und Verkäufern, Seelenverkäufern. Facebook, Meta. Mhm. Genau. Es ist ein bisschen, ja, das moralische Dilemma, in dem man sich als moderner Mensch befindet, dass man Dinge benutzt, die von Menschen
und Betrieben zur Verfügung gestellt werden, die man eigentlich moralisch nicht unterstützen mag. Und doch ist man immer wieder in der Situation, dass man sie, ihre Produkte nutzt und sie auch dabei unterstützt, sich weiter zu bereichern und uns alle zu knechten. Ja, das ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden heutzutage. Warum habe ich mir die gekauft? Die Oculus Quest 2 von Meta alias Facebook. Ich träume schon lange davon, ein eigenes Atelier zu haben. Einen Ort, der nur zum Malen da ist, den ich betreten kann. Und dann ist schon alles bereit. Alle Farben, alle Pinsel, alle Werkzeuge liegen bereit. Und ich muss nicht erst meinen Raum aufräumen, herrichten, weil ich vorher da was anderes gemacht habe, wie zum Beispiel Podcasts schneiden, Videos schneiden, Romane schreiben oder weiß der Geier was. Und das ist aber natürlich teuer. Das müsste man natürlich mieten und das kostet mehrere hundert Euro, die ich nicht ohne weiteres habe. Vor allen Dingen, ich habe sie einmalig, habe ich sie, aber nicht monatlich. Das ist schon etwas anderes, eine andere Größenordnung. Und dann haben mir Freunde davon erzählt, dass man ja auch virtuell Kunst macht mittlerweile. Und haben mir von dieser VR-Brille erzählt. Ich habe mich damit befasst und habe festgestellt, dass das tatsächlich die Antwort für mein Problem sein könnte. Nämlich ein eigenes Atelier, aber eben virtuell und nicht in der wirklichen Wirklichkeit. In der, nee, die wirkliche Wirklichkeit ist ja die religiöse Wirklichkeit, ne, wo die Religion immer hin will. Also die Wirklichkeit, die wir normalerweise haben. Die down-to-earth, diesseitige Wirklichkeit, nicht virtuell, sondern tuell. Ja, und damit habe ich mich beschäftigt, habe darüber lange nachgedacht, ob ich mir das leisten soll, dieses Gerät. Ich habe dafür etwa 400 Euro bezahlt. Aber ich habe mir dann gedacht, ich könnte. Normalerweise würde ich für so ein Atelier 400 Euro im Monat bezahlen. Mindestens. Neulich habe ich unsere Freundin Sarita Day in ihrem Frankfurter Atelier besucht. Und das hat sie bestätigt. Sie hat sogar einen noch höheren Preis genannt, den sie für ihr Atelier bezahlen muss, den ich jetzt nicht sagen möchte. Aber ist ja klar, ne? Diese Räume sind teuer. Ja, und wenn man sich das nicht leisten kann, habe ich gedacht, dann kann man sich vielleicht, kann man es sich vielleicht leisten, sozusagen einmal so eine Raummiete zu bezahlen. Und dann sein Atelier zu besitzen. So habe ich das gerechnet. Und seit ich das so gemacht habe, male ich tatsächlich wieder viel, viel mehr. Weil dieses Überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht, hole ich jetzt die Eimer, hole ich jetzt die Farben, das fällt weg. Und dadurch ist der, ist die Herausforderung geringer, viel geringer, endlich wieder an die Arbeit zu gehen. Ah, das ist cool. So. Jetzt habe ich das alles mal sehr unsauber ausgemalt. Ich schaue mir das nochmal an.